Ihr habt euch vor allem eins in den Kommentaren gewünscht, mehr restlos glücklich, und euer Wunsch ist natürlich unser Befehl. Genau, wir machen Kartoffeltaschen heute mit schnellem Joghurt. Ja, und das sind zwei Füllungen, ich würde sagen, let's go. Ja. Okay, ihr wisst, wie der Hase mittlerweile läuft bei Restlos Glücklich. Wir haben unseren Kühlschrank durchforstet. Was haben wir noch so da? Und wir haben hier Sachen für euch, aus denen wir noch was Leckeres machen. Yes, let's go, oder? Ja, bitte. Ich hab Hunger. Ich auch. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Erstmal Kartoffeln stampfen, finde ich, ist ein guter Job. Soll ich anfangen? Bitte. Ich hatte auch noch keinen Workout. Okay, ist echt anstrengend. Die sind ganz weich und nett gekocht. Kartoffeln vom Vortag, resistente Stärke da drin. Das heißt, die Stärke wird wie Ballaststoffe abgebaut, also nicht abgebaut, und dadurch ist gesünder, hält länger satt, super gut. Was kommt denn rein, Felix? Ne, Mehl kommt rein, ein Ei und Stärke. 100 Gramm da rein. Ihr könnt natürlich auch Weizenmehl nehmen anstatt Dinkelmehl, das was halt da ist. Also für Dinkel ist gesünder, glaube ich, tatsächlich, ne? Ist ja, glaube ich, ein höherer Proteingehalt. Weiß ich nicht. Ich glaube ja, tatsächlich. Ich will aber nichts Falsches sagen. Ihr dürft es ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ich bin aber weiterhin Weizenboy. Ich stehe zu meinem Weizen. Ich will noch ein bisschen Stärke rein. Mehr ist mehr, sage ich immer. Außer Pfeffer und Salz, ja, brauchen wir noch Muskatnuss. Haben wir hier hinten. Klassisches Kartoffelpüree-Gewürz. Ich liebe Muskatnuss. Beste. Oh lol. Guck, geht schon wieder los. Ich wasche vorher mal Bohnen und rote Beete ab. Mach. Mach ich jetzt auch. Bitte. Fun Fact, habe ich gerade aus dem Off gelernt. Wenn ihr rote Beete in ein... Was hast du nochmal gesagt? Wenn ihr rote Beete in einem feuchten Tuch im Kühlschrank lagert, ist sie länger haltbar. War richtig, ne? Wir haben hier eine ungekochte rote Beete. Und die schneiden wir möglichst dünn, damit sie auch gar wird in den Kartoffeltaschen. Wenn ihr aber vorgekochte habt, dann könnt ihr die so dick machen, wie ihr wollt, weil dann ist die schon vorgekocht, ne? Bist du ein Rote Beete-Fan? Oh, es ist immer dasselbe mit Rote Beete. Ich esse und dann stelle ich fest, ich mag Rote Beete. Ich finde Rote Beete richtig lecker. Und dann kaufe ich mir Rote Beete und dann vergesse ich sie. Verstehe. Hier, Rote Beete, Birne, das ist so schön herbstliche Komponenten auch. Ziegenkäse passt da sehr gut. Könnt aber auch jeden Käse nehmen, den ihr wollt. Wir haben hier ja auch Schnittkäse, der dann ins Chili geht. Aber den könntet ihr auch dazu knallen. Voll gut. Ich mache uns mal ein bisschen platt. Felix, sagst du Stopp, wie viel du reinhaben möchtest? Es soll ja nicht anbrennen, aber es soll auch nicht frittieren. Also ihr könnt frittieren, ja. Also aus dem Teig könnte man auch super Kroketten machen. Wenn ihr all das nicht habt, sondern nur das, dann macht halt Kroketten draus. Schmeißt in den Ofen, schmeißt es da rein. Krokettis. Wir nehmen uns einfach so ein Stück Teig, so ein bisschen, was die Handfläche abdeckt. Machen es flach, machen uns so eine Mulde. Dafür machen wir noch einen zweiten. Voll gut. Und dann füllen wir das, klatschen es aufeinander, drücken fest und dann ist die Geschichte schon fertig. Geparkt. Nächstes machen wir dann mit unserem Chili. Also irgendwie erinnert es mich an ein bisschen deutsche Dim Sum. Ja? Da führt man auch immer so löffelweise was rein in Teig, aber natürlich ist bei uns aus Kartoffeln. Ihr könntet auch eine Dim Sum-Füllung reinmachen. So, jetzt ordentlich Käse, weil der Schnittkäse wird auch nur trockener im Kühlschrank. Also machen wir da ordentlich rein. Jetzt verschließen wir die Enden. Dann nochmal so ein bisschen kleinwatschen. So dünn wie geht, aber schon, dass es nicht rauskommt. Okay, was jetzt? Na, jetzt wird gebrutzelt und du machst den Dip. Voll gut. Man kann übrigens sehr gut beim Fett sehen, ob es heiß genug ist, also in der Höhe, dass sich das so wählt. Komm ruhig mal näher dran. Also es ist so ganz klein, wie so ein Mandala fast schon. Das ist gut. Und jetzt wird gerade das Meer gespalten. Wie damals. Das Fettmeer. Es dampft auch ein bisschen. Ihr könnt auch immer mit dem Kochlöffel einfach gucken. Und wenn da sich so Blasen bilden, dann ist es eigentlich gut. Ich nehme die erste Kartoffeltasche und dann flöppen wir das einfach mal feuchtfröhlich rein und holen uns direkt das nächste. So, komm mal hier näher dran, bevor ich das hier reinmache. Drei, ja, zwei, hau rein. Oh. Wunderschön machst du das. Danke. Voll gut. So. Wir schalten zurück ins Studio. Wir sind ja bei der Restlos Glücklich Challenge, sprich, es ist nicht mehr alles vielleicht so im Haltbarkeitsdatum, wie es hier draufsteht. Beim Joghurt ist es so, wenn das Ding gewölbt ist, der Deckel,
ist es nicht mehr so empfehlenswert, aber er ist hier noch flach in dem Fall. Kannst du nochmal zeigen? Ich kann es nochmal zeigen, hier. Ganz flach, der Deckel. Okay. Lecker, kann man machen. Ja, ist noch ganz frischer, leckerer Joghurt. Voll. Weil der war ja die ganze Zeit gekühlt. So, rein damit. Mach du rein damit und ich wende hier mal. Ich mach so lange schon mal ein bisschen Senf noch rein für die Würze. Ich hol schon mal einen Teller. Icke. Weil ich mach da eh ein bisschen Papier drauf, damit das überschüssige Fett gleich da abtropfen kann. Ja. Und dann kommt es in den Ofen, dann ist es nämlich noch alles schön warm. Ich würze mal eine Runde jetzt. Würz doch mal eine Runde. Willst du Stopp sagen, weil du weißt, ich würze nicht so viel. Stopp, 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 Spaß. Mach rein. Wow. Ich schneide mal jetzt die Frühlingszwiebeln. Falls ihr funfact-mäßig nicht eine ganze Zwiebel schafft, könnt ihr sie einfach in ein Glas Wasser stellen, zumindest die Hälfte oder so, dann sind die länger haltbar. Das stimmt. Das haben auch viele von euch einfach gefragt, so was kann man mit Frühlingszwiebeln machen, damit sie länger haltbar bleiben. In Glas stellen und umkippen lassen, dann wieder mit Wasser füllen, wieder irgendwo hinstellen und dann sind die perfekt. Wenn ihr das nicht macht, ist falsch. Ich gebe hier mal die letzte Kartoffeltasche hinein und die kommt dann in den Ofen und dann haben wir es ja auch gleich. So, ab in den Ofen. So Pi mal Daumen, 100 Grad halt. Der ist gut, ich hole mal die anderen jetzt raus. Und ich mache einen Teller. Ja, bitte. Und seid schlau, nehmt einen Handschuh. Ja, denn der Teller ist natürlich warm geworden. Guck mal, da ist Käse rausgekommen. I love it. Ah, oh, hier guckt da, da könnt ihr nochmal gucken. Hier Käse. Bläp. Okay, let's go. Cheers. Prost. Der Dip ist gut gesalzen, ne? Muss ich mal anmerken. Perfekt gesalzen. Boah. Actually, ich finde es perfekt, weil ich habe ein bisschen die Kartoffeln untersalzen. Und jetzt gibt es wieder richtig Gas. Super easy gewesen, ey. Ich finde es so schon voll lecker, wie du es gerade hier isst. Aber was sind eure Lieblingsfüllungen? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es sehr gut. Macht's gerne daheim selber nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Tschüss. Bye. Ja, jetzt packen wir den Rest noch für Melissa ein, oder was? Würde ich sagen, ja. Oh, wow. Voll gut.